Hallo, ist mal wieder Zeit für ein Review. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ja, 2020 liegt endlich hinter uns, aber es wird sich jetzt nicht von heute auf morgen alles ändern, aber ich bin optimistisch, was das Jahr 2021 angeht. Ja, gibt es sonst noch was? Ich hatte ein paar Gedanken gemacht, was ich für Videoideen. Was ich interessant fand, und das werde ich mal entweder nächste oder übernächste Woche anfangen, ist, mir einzelne Bands rauszupicken, wo ich quasi über die gesamte Diskografie rede. Ich habe schon eine, die erste dürfte offensichtlich sein. Und dann, ja, geht es heute um einen 2020er Release, wo ich etwas überrascht war, dass ich den bekommen habe, weil ich hatte eigentlich gar keine Promos mehr bestellt tatsächlich, aber irgendwie habe ich die dann doch noch bekommen. Ich weiß nicht wieso. Ob ich da einen Fehler gemacht habe oder die in der Verteilung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. So, das ist dann erstmal das erste Video und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach an. Und heute geht es um das Album von Gone Is Gone mit einem, ja, verdammt langen Titel. Also solche langen Albumtitel kennt man sonst nur von Inquisition, nämlich dem Album If Everything Happened for a Reason, Then Nothing Really Matters at All. Erschienen bei Cloud Hill von letztes Jahr. Ja, und wenn ich sage, wer dabei ist, also wer hier mitspielt, dann wird man denken, ah, denn es ist, also die Namen kann ich mir nicht merken, aber zumindest weiß ich, der Schlagzeuger von Ed Drive-In ist dabei, dann ist ein Gitarrist von Queen of the Stone Age dabei und noch einer von Mastodon und noch ein Multi-Instrumentalist. Auf jeden Fall sind hier Leute von Queens of the Stone Age, Mastodon Ed Drive-In dabei. Und ja, wenn man das so hört, denkt man, ja, das wird so progressiver Stoner sein, vielleicht sludgy, ein bisschen, ja, also so Wüstenrock, ein bisschen heavy, tief gestimmt und so. Ja, nee, es ist, kommen wir erstmal zum Release, es ist so, wie nennt man das? Postrock, aber relativ kurze, knackige Songs. Es ist sehr viel elektronische Musik dabei, es ist sehr viel, hat einen, ist das Post-Rock, ist das Alternative, hat sehr viel Synthesizer, Beats und Stuff, es ist sehr, ja, sehr catchy, obwohl es nicht melodiös ist, weil der Gesang einfach so ein gewisses Dark Wave Feeling hat und so leicht düster ist und dadurch die Hooks recht catchy sind. Es hat sehr viele noisige Elemente. Es ist, ja, manche Songs gehen schon fast ins Technoide. Es ist sehr merkwürdig, weil hier ist so viel, aber es passiert sehr viel auf dem Album, was stilistische, also wo man denkt, dass das relativ weit auseinander ist. Zum Beispiel ein Song wie Say Nothing ist schon sehr elektronisch, hat sehr viele Synthesizer, aber auch Gitarren, coole Hook. Everything is Wonderful ist ein ziemlich geiler Song, der auch so mit einer ziemlich coolen Hook und einem ziemlich geilen Ende. Songs wie Force of Fiese haben pendeln dann zwischen eingängig und noisy, so es gibt da so eine Melodie, aber die wird dann also am Anfang recht und dann so ein so ungefähr und dann kommt da aber immer wieder so noisige Elektronik-Elemente dazu, die dann dafür sorgen, dass es dann wieder nicht eingängig ist. Dann gibt es so viel zwei Songs, sowas wie Rings of Hope und welcher war es denn noch? Die so relativ kurz sind, also unter 3 Minuten gehen und ganz ohne einen Rhythmus auskommen. Und im Großen und Ganzen, wie soll man das beschreiben? Es ist halt, ich musste entfernter an so Sachen wie, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, Zero Mensa denken, die habe ich nämlich zuletzt gehört, irgendwann mal vor einer Woche. Und an die musste ich denken, weil die so in die Richtung gehen, obwohl Zero Mensa weniger diesen Gothic-Vibe haben und mehr ins Industrial-mäßige gehen, aber sowas musste ich dann denken. Ansonsten fallen mir gar nicht so viele Vergleiche ein, weil es einfach so viel unterschiedlich ist. Es ist Postrock,
Alternative, es hat sehr viele Synthesizer. Ich würde sagen, der elektronische Anteil der Musik ist 40 bis 50% so in etwa. Es ist sehr, an manchen Stellen ist es schon fast zu noisy, aber es ist immer, es hat immer noch eine gewisse Atmosphäre. Also man hat immer noch das Gefühl, dass die Musik im Vordergrund steht, die Emotionen, und nicht, dass der noisige Teil quasi nur dazu da ist, um es anstrengend zu machen. Also Fave-Songs und sowas wie Everything is Wonderful, weil der Song richtig geil ist und das Ende gefällt mir echt gut. Say Nothing ist ein guter Opener nach dem Intro. Es ist halt, es bleiben halt keine einzelnen Songs so im Gedächtnis, bis auf die genannten, weil der Rest sehr mehr so atmosphärisch ist und sehr, ja, zwischen harsch und sanft immer pendelt, zwischen Rock und Elektro. Und es ist ein cooles Album, aber ich kann keine einzelnen Songs benennen, weil die Songs einfach, es sind keine, die Songs funktionieren mehr so auf Albumebene als Songebene, und das gefällt mir ganz gut. Ich mag den Gesang, ich mag sogar die Synths mehr als die Gitarren, weil die Synths prägnanter sind, die bleiben mehr im Kopf als die Gitarren. Ich kann mich gar nicht an so viele Gitarrenmelodien erinnern, die im Kopf geblieben sind, oder Riffs. Sind mehr so die elektronischen Spielereien, die im Kopf bleiben, was jetzt aber nicht wer schlecht ist, sondern mir gefällt das. Und es ist eine coole, solide Scheibe. Es macht Spaß. Es ist düster an manchen Stellen, aber nicht zu düster. Eher so dieses, wie kann man das als Vergleich? Aber so dieses, ja, sowas wie King Dude oder so auf dieser Ebene düster vom Gesang her, weil das mich ein bisschen an solche Sachen gesangtechnisch manchmal erinnert. Es ist catchy, aber durch die, ja, lärmigen Sachen ist es wieder nicht catchy. Es hat coole Melodien, die dann aber wieder, die da dadurch, dass es halt gesagt, dass es wieder diese harschen Parts gibt, sind nie zu aufdringlich. Und ich kann das Album echt allen empfehlen, die da ein bisschen offener sind, die so auf der einen Seite Rock mögen, die aber auch kein Problem mit elektronischer Musik haben, weil das ist schon sehr weit außen. Also für Leute, die eine Abneigung gegen elektronische Musik haben, wird das Album nicht sein, weil es besteht aus 40% mindestens aus diesen Anteilen. Und es ist für alle, die so Postrock mögen, aber auch nicht, aber Postrock kein Problem haben, dass der auch mal harscher ist und nicht nur so verträumt ist. Sowas wie Godspeed You. Allerdings deutlich kompakter, deutlich kürzer. Also die haben ja auch so harsche Momente, die ja auch. Und man muss auch damit klarkommen, dass die Songs jetzt nicht so langatmig aufbauend sind wie im vielen Postrock, sondern kompakt und kurz, knackig komponiert auf den Punkt kommen. Und wer damit klarkommt, wird mit dem Album eine Freunde haben. Also für Postrock-Freunde, für Alternative-Freunde und für Leute, die kein Problem mit elektronischen Spielereien in der Rockmusik haben, ist das echt ein ziemlich cooles Album. Es gefällt mir sehr gut. Also sehr gut ist übertrieben, aber es gefällt mir echt gut so. Eine solide 8 ist das. Cooles Album, macht Spaß. Und ja, wer auf die drei genannten Elemente steht, der sollte hier mal reinhören. Gerade. Und es ist so erstaunlich, dass man eigentlich von den Hintergründen der Musiker gar nichts hört. Also Queen of the Stone Age habe ich jetzt nicht rausgehört. Mastodon schon mal gar nicht. Und It Drives In sagt mir nichts, aber ich glaube, die hört man auch nicht raus. Auf jeden Fall, Everything is Wonderful ist mein Fave-Song. Der gefällt mir echt gut. Und den werde ich auch verlinken, beziehungsweise meine Playlist einpflegen, die ich. Wo kann man das sehen? Das Problem ist, ich muss mir hier noch eine Beleuchtung hinstellen. Da fehlt mir das noch. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das jetzt gerade am besten. Ja, so. Auf jeden Fall, für Leute, die das mögen, für Leute, die sowas wie Zeromancer, die ich ja genannt habe, oder sowas mögen, die werden hier eine Freude haben, und deswegen. Und das war's erstmal. Es werden noch Videos kommen. Wie gesagt, übernächste Woche werde ich mich mit einer Diskografie beschäftigen, ausführlich, also die komplette, und Reviews, und mal schauen, was ich mir noch für lustige Ideen einfallen lasse. Und dann würde ich sagen, man sieht sich und genießt noch so die Euphorie fürs neue Jahr. Macht's gut.